Moin! Wieder einmal muss ich ein Voice-Over vorwegsetzen, weil ich einfach komplett das Rezept verhauen habe. Nachdem ich die Eigelbe angesetzt habe, habe ich mir das Rezept nochmal angesehen. Und ganz, ganz wichtig, Leute, 3 Teile Salz, 1 Teil Zucker. Ganz wichtig, sonst wird das so komisch wie bei mir. So ein totaler Fehlschlag war es nicht. Es ging auch super in Ordnung, also man konnte es auch super abreiben. Das Ganze könnt ihr leider nicht wirklich sehen. Ich habe nur ein paar Videos, wo ich das Zeug anwende, aber so richtig bewertet habe ich es nicht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, das mal gemacht zu haben, das mal auszuprobieren. Der absolute Burner, so wie alle das jetzt immer verkaufen, ist es jetzt allerdings nicht. Bedeutet, ganz am Ende seht ihr ein paar Cuts, wo wir das über Steak gehauen haben von dem Sous-Vide-Experiment. Weißes Kärtchen habt ihr oben rechts und viel Spaß mit der Folge. Wir beginnen wie immer mit einem... Moin, liebe Satisfryer. In den vergangenen Monaten, wenn nicht vielleicht sogar schon Jahren, weil ich wie immer spät dran bin, mit solchen Trends oder mit solchen Sachen, die neu im Internet auftreten, sieht man immer Videos, bei denen Eigelb gebeizt wird. Das gebeizte Eigelb kann man dann nehmen, um es über Speisen drüber zu raspeln, drüber zu reiben, weil es ganz fest wird. Das soll dem Ganzen so ein richtig, naja, nochmal so einen Geschmackskick geben. Ja, das hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass bei dem Vorgang, wie man es zubereitet, das Ganze wie so ein natürlicher Geschmacksverstärker wirkt. Also geht ziemlich auf diese Umami-Geschichte, die, ja, was heißt eine Geschmacksrichtung ist. Es ist eigentlich keine Geschmacksrichtung, sondern eher so ein Feeling, aber da gibt es tausende Meinungen drüber. Ne, man kennt ja so, dass die Zunge irgendwie salzig, bitter, süß und scharf und so weiter wahrnehmen kann, und Umami ist dieses, wenn man zum Beispiel ein schönes geröstetes Stück Fleisch mit ein bisschen Fett isst und so weiter, dieses, wenn man es runterschluckt, einfach dieser vollmundige, geile Geschmack hinten im Rachen. Das ist schwierig zu erklären. Könnt ihr euch sonst selbst mal belesen. Wie gesagt, es gibt irgendwie tausend Meinungen dazu etc. Gibt es natürlich auch beim Gemüse, das war jetzt so ein Beispiel, also auch für die Vegetarier, gerade so bei, meinetwegen bei Zwiebeln, wenn man Zwiebeln anschwitzt bzw. karamellisieren lässt und so weiter, klar gibt das Süße, aber wenn man das einfach dann im Mund hat und runterschluckt und so weiter, gibt es dem Ganzen einfach immer noch so mehr Bums, als wenn man jetzt eine Zwiebel zum Beispiel roh einfach essen würde. So mal am Rande beschrieben. Also, was machen wir mit dem Ganzen? Wir haben hier drüben Eier, da holen wir gleich die Eigelbe raus und mischen das Ganze mit Salz und Zucker. Ich packe mir das Ganze hier in kleine Schälchen, ihr könnt es auch auf ein Blech legen oder wie auch immer. Ich habe das hier nur für eine smarte Wahl gehalten, weil ich so vielleicht nicht ganz so viel von Zucker und Salz wasten muss. Aber ihr könnt es natürlich auch auf dem Blech machen, macht euch Kuhlen rein und so weiter, weil es wird dann danach noch bedeckt. Und hier habe ich einfach eine Variante, denke ich mal, mit der ich viel Material sparen kann. Ja, und genauso wie ich es gerade erklärt habe, mehr ist es auch nicht. Das lässt man dann so 5 Tage stehen und danach nimmt man sich hier zum Beispiel so eine kleine Reibe wie hier drüben. Oh, Alter. So eine kleine Reibe, und dann kann man sich das übers Essen drüber machen. Soll ganz besonders eben, wie von mir eben gerade schon beschrieben, beim Steak richtig abgehen. Und da ich gerne Steak esse, schön Sous Vide gegart, und ich demnächst noch eine Folge vorhabe mit meinem Kollegen Dr. Dreis, ich hoffe, dass wir es endlich mal schaffen, zusammenzukommen, ja, werde ich da auf jeden Fall die Möglichkeit haben, das mal anzuwenden, auszuprobieren und auch gleichzeitig eine zweite Meinung reinzuholen von meinem Kollegen. Aber lass uns erstmal schnell loslegen, allzu lange soll es eigentlich gar nicht dauern. Erstmal hier die Waage eingeschaltet. Ich habe mir jetzt erstmal so ein Glas genommen. Ich glaube, damit ist das hier gleich einfacher zu befüllen. Dann brauche ich noch ein zweites Glas, wo ich mir Eiklar reinhaue. 6 Stück mache ich. Ach so. Ich sollte vielleicht vorher die Mische hier fertig machen. Hier öffnen. Ja, alles klar. Ach so. Ja, ich weiß nicht. 200 Gramm könnt ihr vielleicht schon ganz gut hinhauen. Mache hier erstmal 100 Gramm Salz rein. Nee, 100 wird nicht reichen. Ich mache mal gleich 200. Ich sehe mich doch schon wieder hier Material wasten ohne Ende. Ich hätte natürlich auch 150 erstmal nehmen können. Nachmischen kann ich ja immer noch. Ja, passt schon. Und die 2 Gramm werden uns auch nicht killen. Beim Zucker muss ich ja auch erstmal genau messen. Aber im Verhältnis 1 zu 1, ganz easy. Jetzt merke ich gerade, das ist definitiv nicht die schlauste Wahl für ein Behältnis, denn ich muss das gleich noch irgendwie vermischen. So, 400 Gramm, passt schon. Okay, jetzt kann ich höchstens meine Hand drüber halten. Habe ich noch eine andere? Ey, oder ich nehme mir dieses Glas und schütte das jetzt 1-2 Mal hin und her. Das wird sich dann schon irgendwie schon mal vorvermischen. So, mach mal hier ein bisschen halbe, bisschen da. Das schütte ich jetzt irgendwie 10 Mal hin und her und irgendwie wird sich das dann schon ein bisschen vermischen. War vielleicht eben nicht die beste Wahl des Behältnisses. Hauptsache, es wird irgendwie vermischt. Vielleicht auch immer mal nur so zur Hälfte, dann doch wieder ganz, dann mal nur ein Drittel und wieder zurück und dann doch wieder 3 Viertel. Aber wieder ein Scheiß, ne? Es ist übrigens 8 Uhr morgens, zu meiner Verteidigung. So, probiere ich jetzt mal. Ja, das ist definitiv gemischt. Und jetzt mache ich mir hier erstmal eine kleine Lage rein, wo ich gleich das Eigelb drauf platziere.
Ja, es könnte klappen. Ich muss es ja gleich nur noch bedecken. Hier machen wir uns jetzt mal eine kleine Kuhle schon mal rein. Jetzt könnte man vielleicht denken, ey Mann, nachher später ist das irgendwie viel zu salzig oder süß oder keine Ahnung was. Es ist halt so, dass das Ei später dann noch, also das, Salz und Zucker wird dem Ei noch so das Wasser entziehen, was das Ganze natürlich kräftiger macht automatisch. Sobald die Dinge weniger Wasser enthalten, desto intensiver werden sie. Kennen wir vom zum Beispiel Dry Aging. Das Salz wird nicht komplett in dieses Ei einziehen und wir werden es ganz am Schluss einmal kurz abspülen, dann kommt es einmal kurz in den Ofen für eine halbe Stunde, so bei 50 Grad oder so, wenn nicht sogar weniger, um einfach ein bisschen auszutrocknen nochmal. So, nun aber, jetzt können wir unser Ei trennen. Ei klar, fangen wir uns hier unten auf. Können wir ein schönes Rührei von machen, schmeißt das nicht weg. Also ein weißes Rührei geht auch. Ja, wenn man jetzt hier das Eigelb hat, einfach mal in unsere vorgefertigte Kuhle rein. Schön mittig. Und hops, hier drauf. Ich hoffe nur, dass ich so gut arbeiten kann, dass mir die Eigelbe nicht kaputt gehen. Deswegen auch natürlich frische Eier nehmen. Die habe ich jetzt gerade eben erst gekauft. Das Ding habe ich schon kaputt gemacht. Das kann hier mit rein. Wie gesagt, da wird ein Rührei draus. Dieses Ei könnt ihr auch übrigens nehmen, um Salate aufzuwerten und so weiter und so fort. Das gibt dem Ganzen einfach überall immer noch ein bisschen Kick. Also Veganer sind natürlich raus, aber Vegetarier haben hier durchaus die Chance, auch ihre Gemüsespeisen oder fleischfreien Speisen aufzuwerten. So, ich will mal nicht so viel erzählen. Das wird das Video wieder so lang. Eins muss ich doch noch mal eben erzählen. Wir stellen das ja gleich für 5 Tage irgendwo hin. Das muss nicht im Kühlschrank sein, denn das Beizen macht es auch gleichzeitig haltbar. Salz und Zucker entziehen dem Ganzen so ein bisschen die Flüssigkeit und machen es, naja, steril wäre ein falscher Ausdruck, aber es macht es einfach nahezu unmöglich für irgendwelche Mikroben oder meinetwegen Salmonellen oder Bakterien, was gibt's auch, Pilz etc. Macht es einfach zu einem unmöglichen Lebensgrund. Außerdem ist es gleich bedeckt von weiterem Zucker und Salz und kann ganz schlecht atmen, also braucht ihr keine Angst haben, dass euch das in den 5 Tagen, wo es nicht im Kühlschrank steht, auf einmal total verdorben wird und ihr euch danach irgendwie was einfangt, was wegholt, wie auch immer. So, und ich mache jetzt einfach nur die Mische einfach oben drauf noch, schön bedeckt, so zu so einem Haufen. Es ist immer schwierig mit der Kamerahaltung, dass ihr das auch schön sehen könnt. Und man sieht, ganz knapp wird mir die Menge wahrscheinlich nicht reichen. Ja, obwohl. Oh, sind schön bedeckt. Komm schon, komm schon. Ja, doch, ist leicht. Boah, es reicht sogar richtig gut. Dann verteile ich hier nochmal so ein bisschen. Da war es nicht so dick drauf. Hier noch. So, dass ihr auf keinen Fall das Eigelb dadurch noch sehen könnt. Und das ist es. Das stelle ich mir jetzt auf den Teller irgendwo hin, wo die Katzen auch nicht dran kommen. Und wir sehen uns dann in 5 Tagen wieder, wo ich es weiter bereite. Wenn ihr ja nur 4 Tage habt, dann habt ihr nur 4 Tage, ja? Aber ein bisschen weniger solltet ihr vielleicht nicht nehmen. Gebt den ganzen Zeit auszutrocknen, Geschmack zu reifen und so weiter. Und dann werden wir nur einmal ganz kurz behandeln, was wir danach machen. Und den eigentlichen Test seht ihr wahrscheinlich viele Tage später. Ja, weil ich es dann erst zum Einsatz bringen kann oder ich kann es nicht abwarten und wir machen vorher schon den Test. Gut, ich stelle das jetzt einfach weg, wo es einfach trocken, dunkel, ihr kennt das Ganze, steht für 5 Tage. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. So, ist jetzt 5 Tage später an diesem Moment festgestellt, das werde ich euch auch an den Anfang des Videos gesetzt haben. Ich habe ein falsches Missverhältnis zwischen Zucker und Salz eingesetzt. Ich habe mich danach nochmal erkundigt und es ist wohl so, dass 3 Teile Salz, ein Teil Zucker genommen wird. Mal schauen, vielleicht ist es doch was geworden, weil beide sind ja, ich glaube, das heißt hydroskopisch, Salz und Zucker, das heißt entziehen Wasser. Das ist ja das Wichtigste, worum es geht. Wir versuchen die jetzt erstmal hier irgendwie auszupacken. Wenn die gleich zu weich sind, ja, könnte es sein, dass das Experiment hier schon gescheitert ist. Danach kommen die nochmal ganz kurz in den Ofen. Für, ich weiß nicht, eine Stunde oder so habe ich den jetzt auf 65 Grad eingestellt. Umluft, damit die nochmal schön nochmal weiter austrocknen. Die spülen wir nämlich jetzt noch einmal kurz ab. So, aber versuchen die Dinger da rauszubekommen. Ich habe ja noch meine Zweifel. Ich habe zwischenzeitlich nochmal wieder ein bisschen was oben drauf gemacht, weil es echt feucht geworden ist. Dann schauen wir mal vorsichtig, ob ich da jetzt rankomme. Oh, das ist aber hart. Oh, es ist hart und weich und alles gleichzeitig. Ja, das ist alles hier ziemlich, ziemlich flüssig, also, na, wie sagt man denn, feucht, ziemlich feucht. Da ist unser Eierklumpen, sehr schön. Oh, der ist aber wirklich noch, der ist noch ein bisschen weich, glaube ich. Zumindest die Unterseite. Aber vielleicht kriegen wir das im Ofen raus. Machen wir erstmal weiter. Das ist ein Zustand, mit dem könnte ich vielleicht nochmal leben. Vielleicht funktioniert das ja trotzdem. Oh, der ist ein bisschen fester, aber ich glaube auch die Unterseite. Ja, unten scheint es so ein bisschen an Salz noch gefehlt zu haben oder eben an Mischung. Und wenn wir die gleich mit Wasser einmal abspülen, um sie von dem Rest zu befreien, werden die sich auch nicht sofort wieder vollsaugen und sofort flüssig werden. Wenn man sich da einigermaßen beeilt, sollte das klar gehen. Ja, alles Dicke, was man abkriegt, nochmal abmachen. Ah, ich glaube, das ist nicht optimal gelaufen. Einige haben das in ihren Anleitungen auch in den Kühlschrank gestellt. Ja, andere wiederum nicht. Ich denke mal wirklich, also das wäre jetzt nichts, was das Ganze irgendwie noch verändert hätte. Jo, der sieht, was heißt, perfekt aus. Der ist richtig schön fest, hat auch keine feuchte Unterseite. Oh, da ist der Kollege. Ja, ja, ist doch okay. So, jetzt holen wir uns hier erstmal das Blech raus. Dieses Blech geben wir jetzt erstmal Backpapier drauf und da legen wir die Dinger gleich hin.
So, ganz wichtig ist, dass der Ofen eben auf Umluft ist, damit ja, das Ganze weiter austrocknen kann. Würde auch mit Ober-Unterhitze funktionieren. So, guck mal hier, ganz schnell einmal abgewaschen, grob von dem Zeug befreit, draufgelegt, fertig. Auf der Hälfte der Strecke werde ich die nachher noch einmal richtig schön wenden, damit die auch von unten trocken werden. Wenn da ein bisschen Salz dran bleibt, ist das ja halb so wild, weil wir wollen ja auch damit irgendwelche Speisen nochmal aufwerten. Und wenn da ein bisschen Salz dran ist, dann ist da eben ein bisschen Salz dran. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken, ob ich die Temperatur wirklich auf 60 lasse. Das ist mir nämlich sehr knapp eben am Gerinnpunkt des Eiweißes. Nicht, dass uns die Dinger hier noch irgendwie garen und wir so ein gebeiztes Rührei haben oder Spiegelei oder wie auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Auch einige davon sind richtig schön fest. Tja, und die Kollegen, wow, ist das Blech, wow, das Blech ist schon noch ein bisschen heiß. Jag ich jetzt hier rein für 2x30 Minuten. Ab 30 Minuten wende ich die einmal, also Computer, stell einen Timer auf 30 Minuten. Gut, hat sie gemacht und wir sehen uns, was heißt ganz am Ende wieder. 30 Minuten so, 30 Minuten so. Wenn mir danach auffällt, dass wir noch irgendwas machen müssen, besprechen wir noch irgendwas. Ihr werdet meine Meinung dann hören. Morgen wird das nämlich auf einem Steak landen. In der Folge mit meinem Kollegen Dr. Dreis zusammen, wo wir das Sous-Vide-Experiment machen. Ich nehme mal an, dass das Sous-Vide-Experiment-Video vor diesem hier ist, also vor diesem rauskommt. Oben rechts in der Ecke werdet ihr vielleicht ein Kärtchen zu dem Video haben. Wenn ich es andersrum veröffentliche, ist das Kärtchen vielleicht noch nicht da, aber kommt spätestens dann, wenn das andere Video mit Dr. Dreis zusammen hochgeladen ist. Gut, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Gleich im Anschluss seht ihr eben noch ein paar Cuts, wie wir das über das Steak rüberreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal um 18 Uhr nächsten Freitag bei Satisfried. Vielen Dank. Macht ein Abo drauf, kommentiert, ihr wisst das Ganze. Haut rein. Tja, wie man es erwarten konnte, habe ich natürlich komplett verplant, dann nochmal so eine richtige Bewertung von zu machen. Ihr seht jetzt gerade das leckere Steak, was wir uns zubereitet haben, beziehungsweise die beiden Steaks. Hat dem Ganzen eben noch so ein bisschen vielleicht auch Pseudo-Placebo-Boost gegeben. Werde ich auf jeden Fall nochmal wieder machen und beim nächsten Mal auch mit dem richtigen Mischverhältnis. Ich danke euch fürs Einschalten und wir sehen uns nächsten Freitag.